So, wir fahren dann auf der Autobahn auf. Und schauen wir mal, wie viel Abendverkehr oder Feierabendverkehr da ist. Dann die Nacht von okay. Keine Ahnung, wie viel Sprit wir gerade haben. Sieht nur halb voll aus, mindestens.
Natürlich, wenn du vom Flixbus überholt, Fressraudi. Ja, natürlich, klar. Okay, ist rau, die anderen hatten noch nicht mal ein Nummernschild. Weiß nicht, was er da macht, aber. Kommt das zur Türkei oder so? Hallo, Julia. Sonntagsfahrerei. Unglaublich. Oh, 130, er schafft den Dinger weg. Ja. Ach so, 100. Genau. Das ist aber auch ein Nebel hier, Halleluja. Da hat jemand einen Unfall. Auch schade, dass man da nicht helfen kann oder so. Zumindest irgendwie auf Rettungswagen oder Feuerwehr, keine Ahnung, Polizei rufen kann und warten kann, bis sie kommen oder so. Das wäre natürlich auch nochmal was. Könnte man so viel machen. Aber die arme Mannschaft ist ja nach 90 Minuten so kaputt. Du musst unbedingt ins Bett. Wie war das? Was war das?
Sieht er dich kommen und bremst absolut nicht, der LKW da. Und dafür lassen wir den einen da vorhin rein. Das ist der Dank dafür. Sind sogar Sterne und so. Wunderschön. So, da mache ich einen Darmstand, ne? Ist das der Freund von einem Stadion? Oder was ist das? Natürlich, der Fenderbüro drüber. Okay, das Rowdy. Sonntagsfahrer. Bremsen lösen, Gas geben. Tisch. Was mir mittlerweile echt gut gefällt, sind diese wieder rüberblinken und so weiter. Das mit dem Rollen klappt mittlerweile echt gut. Ohne dass sie dabei bremsen auf Null und erstmal wieder Gas geben müssen oder so. Die fahren einfach dann weiter im gleichen Tempo. Stadion, da kommen wir.
nicht mehr drüber. Weiter geht's. Oh, woher, da kann es dauern. Ich glaube, die alle passen nicht über die Ampel zu. Weil sind wir losgefahren, 18 Uhr oder so, ne? Und 18.30 Uhr oder so, was hatten, glaube ich, Spielende. Lustig wäre es ja, wenn man statt dem Warten aber ein Rätsel machen könnte oder so was. Wenn ich wieder Doku, also keine Ahnung, was einbauen würden. Buchstabenrätsel, keine Ahnung. Das finde ich lustig. Dass man irgendwas zu tun hat während der Zeit, während der 90 Minuten. Jetzt komm. Oh mein Gott, so schnell bekommen wir gar nicht in die Kurve, wie der nie wieder rot wird. Krankenwagen fährt ja auch nicht mehr rum. Oh, werden wir einen Brief abgeben? Auf der rechten Seite. Postamt. Postamt, Salto Montale.
Haben nur ein Budget für 5.000 für den Bus, ja, haben sich aber irgendwie gefühlt 30 Busse gekauft. Ja. Allein da stehen ja schon 2, 3, 4, 5 rum. Sehr merkwürdig. Kann ich aber bei dem Laster da tanken? Wenn wir dann schon Tanklaster rumstehen haben. Da müssen wir hin, okay. Oder für hinten, wo wir es rumkommen. Ich ihn bitte da reinkommen. Kann ich zaubern oder was? Aber ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Wenn die ganzen Busse hier drin stehen, keine Ahnung. Der Zugfuss kommt man ja nicht rein, man kann ja nicht hier über das Ding drüber fahren. Das ist ja Quatsch. Hat er merkwürdig gemacht, das ist nicht ganz so, weiß ich nicht. Dann kommen die Taschen auch gar nicht dran. Tut mir leid, kommen nicht dran. Ja, ich weiß, ich muss mal irgendwie und so, ne? Ja, vielleicht müssen wir auch mal. Aber gut, das dann beim nächsten Mal. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.